Hallo, meine Lieben, wir sind immer noch bei D4. Ich werde jetzt direkt mal wieder einsteigen und dazu einfach mal auf Schließen drücken. What makes this one the real deal? The name of the boss he was going to give up? Apparently starts with the letter D. This courier might have had evidence revealing the identity of D. So, interested yet? Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Vielleicht ein Dritter ist im Spiel. Ja. Nee, ich sag jetzt einfach mal vielleicht. Almost anything is possible. That's why you brought this to me in the first place, isn't it? Das mit der Synchronisierung verstehe ich noch nicht so ganz, was das heißt. The courier had the evidence with him. I tell you, there's got to be a third party involved somewhere. Da war der Clou und ich war zu langsam. Ah. Das ist so fies. This particular item is the most interesting. The owner of that badge was involved in this incident. Well? No doubt about it. This is a memento. Great. It's yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Warum geht immer das Menü auf, wenn ich auf einen scheiß Hinweis drücken will? Mann, nervig. Okay, wir haben eine blutige Dienstmarke des Marschalls. Ein Beweisstück im Fall des verschwundenen Kuriers, bla bla bla. Hiermit sollte ich in der Lage sein, zu einem Flugzeug zu tauchen, an Bord dessen sich die befindet. Der Schlüssel zum Fall der Ermordung meiner Frau. Okay, also wir können scheinbar mit diesen Mementos reisen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es richtig Zeitreisen ist oder einfach nur zu dem Ort des Verbrechens hinreisen ist. Also ich soll ins Badezimmer gehen und tauchen. Ah, deshalb sind wir in der Badewanne gelandet, weil wir tauchen allen Ernstes. Ich bin gespannt, ob wir dann gleich mal Wasser einlassen müssen. Lieber David, der Gedanke, dass du diese Worte liest, macht mich sehr froh. Alter, Little Peggy, ich habe echt keinen Bock auf die Frau. So, sie hofft, dass wir etwas ruhiger geworden sind. Sie liebt uns so sehr und wir sind so toll und sie wird uns immer lieben, weil wir werden immer der David sein. Erinnerst du dich an das erste Mal? Welches? Heute habe ich all meine alten Briefe gefunden. Seltsam, dass sie zu deinen Fallunterlagen geworden sind. Alle Briefe, die ich je geschickt habe. Eine perfekte Sammlung, die sogar bis in unsere Schulzeit zurückreicht. Ach Gott, seid ihr ein Klischee. Ja, sie sind dir offenbar wichtig, da du sie so säuberlich aufbewahrt hast. Hast du einen solchen Respekt vor ihnen, dass du sie nicht einmal aufreißen willst? Ist es das? Dies ist eine Herausforderung von der Peggy, die ich jetzt bin, an den David, der du sein wirst. Ich habe meine Briefe versteckt, alte und neue. Ich möchte, dass du mich ganz findest und all unsere Erinnerungen und die Peggy kennenlernst, die ich war, die ich bin und die ich sein werde. Ah, ist das nicht herrlich? Okay. Dann haben wir also einen Brief von unserer Peggy gefunden und... Genau, den haben wir also abgespeichert, das ist gut. Dann schließen wir mal. Der coole Chief, ich mag den richtig gern. Schmutziges Hemd. Are you eating okay? Essen. What's up, David? Feeling hungry? Ein bisschen. Okay, good. Let's eat then. I know you too well. You probably have only been drinking alcohol. Your badge says detective for a reason, Teddy. Go get Amanda. The more the merrier at the dinner table.
Also, ich glaube, wir haben jetzt gerade so eine Art Nebenquest aktiviert. Alter, wie es am Tisch sitzt. Tell me, Teddy. What's up with you and Diana? Nothing much. Es gibt Ramen. New York versus Boston again? That's the root of it. Schaut so aus. But both of you are originally from New York. I thought you'd be double teaming me. I've been living in Boston for 30 years, man. I'm a Bostonian now, body and soul. Diana doesn't see it that way? Nah, she's still got her head stuck right up in New York. So what was it this time? Baseball? Basketball? Not football. Nope. Something bigger. But what's bigger than sports rivalry? This one's bigger. Much bigger. It's all about clam chowder. Clam chowder. Yeah, clam chowder. No matter how you slice it, Boston has the best clam chowder in the world. You're with me on this, right? Right? Huh? Oh, but Diana just can't see it. Seriously? I have no basis for comparison. Alter, das ist richtig widerlich. What? I've never eaten clam chowder anywhere but Boston. So it's the best in the world by default. Come on. Come on. Come on. Oh, come on, David. Also ich muss die ganze Zeit an Death Note und L denken bei diesen Essgewohnheiten. I can't say anything absolute that isn't based on personal experience. I need you on this. All I needed you to say was damn straight. Okay, wir haben jetzt was Neues in unserer Speisenliste. Und der Bürger von Boston-Fall ist abgeschlossen, indem wir gegessen haben und uns eine Filmsequenz angeschaut haben. Okay, das lese ich mir jetzt gerade mal kurz durch. Okay, es geht hier um eine neue Art von Droge, die bei Sportlern sehr beliebt ist, da sie nicht nachgewiesen werden kann. Did you hear about David's wife? Man, they were just married too. I heard it was revenge for one of his investigations. Sure sounds like the way they operate. Sending a deadly message. Können wir hier sonst noch irgendwas nehmen? Nö, schaut nicht gut aus. Ja. Ein bisschen Tequila können wir trinken. Das ist er ja scheinbar eh gewöhnt, der Gute. Tequila ist so ein ekelhaftes Gesöff. Es gibt nur eine Sache, die ich Tequila. Straight up. Nothing mixed in. Ich will aber nicht, dass du es trinkst. Ich will eigentlich, dass du es wieder wegstellst. Das geht aber nicht. Okay, wir müssen zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir unterstützen also den Alkoholismus. Und wir haben eine hundertprozentige Synchronisierung. Bam. Ich glaube, ich habe soeben verstanden, was das heißt. The perfect stimulation for my lead-filled brain. Oh Gott. You always look so happy drinking that. I wish I could have a drink too. Does it really taste that good? Nee, Mädchen. Fang lieber nicht damit an. Maybe I'll just try a little. Oh!
ist das schlecht. Leute, das macht mich fertig. Diese Zwischensequenzen sind echt sowas von an der Grenze. Okay. Also da waren wir, wir haben mit dem geredet, wir haben uns das alles angeguckt. Und wir gehen jetzt so langsam einfach mal... Ah, wir können noch mal mit ihr hier reden. Man kann ja mit der rechten Maustaste alles schlagen, das habe ich schon ganz vergessen. Ah, okay, sie ist der Shop also. Was geht vor in diesen japanischen Köpfen, dass sie so etwas Katzenähnliches, Menschliches einfach als Charakter erstellen und da reinstellen? Ich verstehe das nicht. Naja, jedenfalls wir... Oh. Wir können Erste-Hilfe-Sets kaufen. Das machen wir, glaube ich, gerade mal, weil das kann man eigentlich immer brauchen. Kaufen. Und Vision. Hä? Okay. Keine Ahnung. Und können uns noch eine Hasenpfote kaufen. Und wir können uns Kleidung kaufen. Was für ein Klassiker. Natürlich, wir spielen japanisches Spiel. Natürlich können wir uns komplett einkleiden. Wir können uns einen Drachenschwanz um unser Arm binden. Wir können einfach alles machen. Oh Gott, das ist hart. Das sieht nach LKW-Fahrer aus. Also nichts gegen LKW-Fahrer. Das war jetzt einfach nur ein absoluter Klischeespruch. Boah, das war schlimm. War das schlimm. Alter. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bleiben noch bei dem Alten, oder? Nein, 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 das will ich doch gar nicht. Nein, nein. Was gibt's so an Kleidung? Oh Gott. Sie kann man natürlich auch einkleiden, das war klar. Mhm. Mhm. Okay. Ja, gut, ich denke, das reicht dann für den Moment. Und dann machen wir mal mit dem Spiel weiter. Also dem eigentlichen Spiel. Das gehört ja alles irgendwie dazu, aber ja. Schlafzimmertür. Ein Ort nur für zwei. Ja, ich bewege nach links. Dann stöbern wir halt doch erst noch ein bisschen rum. Ah, okay. Cool. Das dürfte ja dann eigentlich nichts kosten, oder? Eben, weil das ist ja in unserem Schrank drin. Wir haben einen Kapuzenpulli. Der Kerl schaut eigentlich in allem, was er anhat, recht gut aus. Also von daher ist es mir recht gleich. Aber da ich absoluter Hemdentyp bin, lasse ich es jetzt mal beim ganz Klassischen. Ha, ich gehe gerade ein bisschen auf. Ich spiele zum ersten Mal so ein bisschen Mädchenspiel, was eigentlich gar kein Mädchenspiel ist, aber wo man halt ein bisschen so anziehen darf. Nee, oh Gott. Der Bart muss unbedingt so bleiben. Das lassen wir so. Mit der Krawatte lassen wir es auch. Aufstyle. Nee. Nee, nee. Nehmen wir die 70er Schuhe. Ich sehe irgendwie absolut keinen Unterschied zu den Detective-Schuhen. Und ja, Melina hört ja schon auf. Gibt's hier sonst noch was? Ja, das Bett können wir uns natürlich... Oh, können uns aufs Bett legen. Mhm, okay. Ah, okay. Hier schauen wir uns dann die Dokumente nochmal an. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn, weil wir können die doch einfach im Menü jederzeit anschauen. Warum sollten wir dazu extra in unser Bett gehen? Mhm. Neuer Inhalt.
Filmfestspiele. Okay, ich habe keine Ahnung, wie uns das im Spielverlauf noch weiterhelfen soll, aber war eigentlich ganz nette Trivia, muss ich sagen. Okay, also das ist jetzt... Genau, die Schlafzimmertür. Und das ist dann was? Ich habe zu früh geklickt. Oh nein. Ach, die haben extra nochmal ein Klo bzw. Badezimmer hier. Ja, ist ja jetzt gut. Mensch. Können wir sonst... Oh nein, ich wollte doch was anderes mitnehmen. Ach, die Steuerung. Ich werde sorgsam darauf achten, dass ich nichts anderes doppelt anklicke. Ironically though, I've got a best piece of evidence still lodged in my head. Okay. Dann gehen wir jetzt mal raus. Hallöchen. Ah, hier ist noch ein Kostüm. Sehr schön. Die Toilette. Man kann den Deckel runter machen. Und sich mal wieder draufsetzen und sanieren. It only increases in power. Stagnating like a blocked pond. Those are the mementos I seek. Those are the kind of memories that will invite me back into the past. Er erklärt nochmal, was die Mementos sind und sie öffnen sich nochmal. Ja, wir müssen jetzt eben ins andere Badezimmer, denn das hier hat keine Badewanne und wir müssen ja tauchen. Wir müssen ja tauchen in das Memento bzw. die Realität des Mementos. Yay! Yay! Ich bin so cool. Ich bin allein in meinem Zimmer und feiere mich selbst mit meinem Pokal. Das ist absolut authentisch und auch überhaupt nicht eingebildet. Zwei Schatten, Mann und Frau beim Kuscheln. Oh. I don't have time for this right now. Das mag er sich nicht antun. Da hat er keine Lust drauf. Nach was riecht sie? Sie riecht nach Gras? Enten. Alter, springt die jetzt aus dem Fenster? Komm, wir schubsen sie mal. Das Spiel ist so durch. Es ist so durch. Okay. Okay, wir gehen jetzt aber wirklich ins Badezimmer. Teddy. Thanks for all the help. Ha, no problem, David. We're partners. You may have quit the force, but that fact won't change. Now, if you trace it all the way back, if I hadn't asked you to join up in the first place... Teddy! Nada. Ich mag den so, ich finde ihn total sympathisch. Don't give me that und dich look, nicht. Amanda. I'm just trying to give him a reason to live. Kommt dann auch noch so ein bellender, halbnackter Kerl später im Spiel? Da sind wir wieder. Time has been frozen for me since that day. Will I see you this time? Nö. Also
Wenn man sich jetzt die Zahlen da links gerade angeschaut hat, dann kann man davon ausgehen, dass wir eine Zeitreise machen. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also wir haben Visionen benutzt und wir haben einmal das Leben verloren. Warum haben wir ein Leben verloren? Credits haben wir ausgegeben. Klar, das macht Sinn. Gedankensynchronisierung. Genau, das wollte ich euch noch sagen. Ich glaube nämlich, dass die Synchronisierung heißt, dass in wie viel Prozent die Entscheidung, die wir getroffen haben, mit der Entscheidung, die der Protagonist selbst treffen würde, übereinstimmt. Das heißt, wir haben zwar die Wahl zwischen verschiedenen Antworten oder Optionen, aber wir sollten eigentlich uns so verhalten, wie der Protagonist denkt. Das ist eigentlich eine recht interessante Art und Weise, finde ich, denn es braucht ein bisschen Empathievermögen und so versetzt man sich auch irgendwie ein bisschen mehr in seinen Charakter rein, den man spielt. Ist ganz interessant. Yay, wir haben neue Gesichtsbehaarungen und Kostüme erhalten. Jetzt sind wir gerade mal mit dem Prolog fertig. Ja, nächste Episode bitte. This is a story of a man with a very strange fate. Hey, look. It's like I've grown wings. Irgendwie sind wir jetzt wieder da, wo wir am Anfang waren. Ich ahne Schlimmes. Okay, doch nicht. Ha, ich habe gerade schon Panik geschoben, dass das alles war. Ich dachte mir doch, hey, ich habe doch nicht nur für den verdammten Prolog bezahlt. The lavatory. On an airplane. Another successful dive. Catching memories called mementos. Allows me to dive into the past. The day little Peggy was killed, I survived. Oh, geh weg jetzt. Miraculously. Dankeschön. Somehow, I survived. In exchange for losing my memory, I gained this power. That has to be a sign of something. Er randaliert im Flugzeugklo. Warum kriegen Leute, die die Zeit irgendwie verändern, immer Nasenbluten? Warum ist das so? Warum? I can't get a voice out of my head. Who killed her? Also ich hoffe, jeder hat jetzt Life is Strange gesehen und weiß, auf was ich mich gerade beziehe. The only way to silence that voice is to change my fate. So, meine Lieben, wir haben jetzt also gerade das erste Kapitel angefangen und bevor ich hier jetzt weiterspiele, mache ich direkt mal einen Cut. Ich denke, die Minuten sind mal wieder um und wenn euch das Spiel bis jetzt genauso gefallen hat wie mir, wenn ihr durchgehalten habt bis jetzt, dann schätze ich, ist das der Fall und dann würde ich mich wieder enorm über Kommentare freuen oder den ein oder anderen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge und bis dahin, viel Spaß!